Als erster Redner zu diesem Tagesordnungspunkt hat sich Franz Kirchgatterer von der SPÖ zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, meine Damen und Herren, Hohes Haus. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist eine sehr wichtige Errungenschaft. 1959 gegründet von den Mitgliedstaaten des Europarates und fußt auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO, der Vereinten Nationen von 1948. Heute hat der Europarat 47 Mitgliedsländer mit 800 Millionen Menschen. Knapp die Hälfte der anhängigen Rechtssachen beim Europäischen Gerichtshof kamen 2015 aus drei Ländern, der Ukraine, Polen und der Türkei, aus den großen Problemstaaten. Die meisten Beschwerden sind von Privatpersonen. Der einfache Zugang ist gewährleistet und entscheidend auch, dass es ohne Verfahrensgebühren die Bürgerinnen und Bürgerinnen ermöglicht wird. Die Urteile sind für die Europaratsstaaten verbindlich. Bei der Reform des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes geht es eindeutig um unsere Werte, um die praktische Umsetzung unserer Werte, um die tagtägliche Umsetzung. Die Reform darf keine Verwässerung, keine Einengung, kein Zurückschrauben, kein Qualitätsabbau bringen, sondern vielmehr die Aufwertung, den Ausbau, die Kräftigung, die Stärkung unserer humanistischen Werte zum Inhalt haben. Die Festigung und die Weiterentwicklung der Demokratie, die Gewaltentrennung in Europa. Dankeschön. Argumentiert Franz Kirchgatterer von der SPÖ.